Herzlich willkommen zurück im Weltraum. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 169 von X3 Albion Prelude. Das, was man hier sieht, ist ein Coup, das gerade vom benachbarten Xenon-Sektor in den kürzlich eroberten zentralen Xenon-Sektor gesprungen ist. Sogar mit Anhang. Ich muss mich, bevor ich denn heute mal beginne, zunächst einmal um diesen Achtung, Eindringling hier eines kümmern. Ihrer Schiffe wird angegriffen. Zentraler Xenon-Sektor 023. Mein Flottenversorger ist gesprungen. Okay. Kein Ziel. Äußerst interessant. Xenon L. Mammut. Da bist du. Du kannst nicht von einem Q angegriffen werden. Xenon M. Nach Segaris bist du gesprungen. Okay, gut. Ja, das macht nichts. Den kann ich schnell wieder reparieren. Ja. Ich werde mich heute mal mit einem Thema befassen, was ich eigentlich eher weniger angesprochen habe. Und zwar so ein bisschen das Flotten- und Staffelmanagement. Und zwar auf Bitte vom Zuschauer, ich glaube, der heißt Coach Losing Streak oder so. Ja, musste ich eigentlich. Ja, Coach Losing Streak hat ja mal danach gefragt, ob ich das nicht mal zeigen kann. Da habe ich auch gesagt, ja, mache ich. Ich lasse mal die Sternenhammer oder besser gesagt die Geschütze das hier alles erledigen. Ja, eines nur vorweg. Das Ganze, was ich jetzt als nächstes erklären werde, ist alles mein eigenes Wissen aus Erfahrung und zum Teil aus der X3-Wiki, aus einer Fanseite, die aber momentan nicht mehr existiert. Das heißt, man kann nicht mehr darauf zugreifen. Die ist eigentlich ziemlich gut, also viel besser als die von Egosoft, um Längen besser. Aber leider ist die irgendwie, ja, nicht mehr verfügbar. Schade drum. Wenn ich jedoch irgendeinen Weg finde, sie dennoch anzeigen zu lassen, ich glaube mit dieser Wayback-Maschine geht das, dann werde ich den Link dazu in die Beschreibung stellen. So, nun einmal Unterschied Staffel-Flottenmanagement. Staffeln habe ich ja einige, sieht man ja auch. Der grundlegende Unterschied ist erstmal, wenn man die Staffel hat, oder wenn man ein Schiff einer Staffel zuweisen will, das mache ich am besten hier mal gleich mit, nehmen wir mal Goldenhind hier. oder die Pax Magellanic, ich glaube, das ist besser. Also, der kann ich eine Staffel zuweisen, das geht ganz einfach. Indem ich in das Kommandofenster gehe und dann Staffelkontrolle fügt eine Staffel hinzu. Wenn ich ihr eine neue Staffel hinweise, zuweise, dann wird die Pax Magellanic jetzt automatisch der Staffelführer. So wie es aussieht, habe ich eingehende Nachricht. Einige Staffeln zur Verfügung in Albion Prelude mit dem Bonus-Pack installiert. Hat man noch ein paar weitere zusätzliche Staffeln, die SFWS, das ist das Satelliten-Frühwarnsystem-Staffeln. Die haben ein ganz besonderes Verhalten reinprogrammiert, und zwar reagieren sie, oder man kann es einstellen, dass sie auf Alarmmeldungen von den Satelliten reagieren, die im Satellitenfrühwarnsystem drin sind. Aber nun muss ich mich erstmal nochmal orientieren, nicht, dass ich hier was Falsches mache, es sind noch einige frei, alles klar. Dann werde ich mal... wo hab ich euch denn? Werde ich mal die Pax Magellanic erstmal einer Staffel zuweisen. Um mal zu zeigen, wie das so geht. Auf Flotten gehe ich natürlich auch noch ein, aber zunächst einmal das Einfachste, und zwar die Staffeln. Gut. Füge eine Staffel hinzu, in diesem Fall die rote Staffel. Sehr gut, jetzt hat man hier zunächst auch noch das Befehlsfenster der Pax Magellanic. Dort kann man die Kanzelbefehle ändern, die Raketenabwehrbefehle, von denen ich leider keine habe. Waffensystem nicht verfügbar. Und eben auch die Befehle für das Schiff. Jetzt hat sich hier die Sprungantriebskonfiguration geändert. Das liegt daran, dass die Staffelverwaltung nun einige Kommandos übernimmt, wie Formation und dergleichen. Also, zunächst einmal in die Staffelverwaltung. Hier kann ich mir so einen Überblick über die rote Staffel jetzt verschaffen. Zum Beispiel kann ich mir nur Schiffe einer bestimmten Klasse anzeigen lassen oder ja,
den Ort sowie die Zugehörigkeit der Schiffe. Ich krieg gerade mal was auf den Deckel, deshalb muss ich mal kurz ein bisschen selbst eingreifen. Ja, ich fahre gleich fort. Ich habe mich auch extra hier vor diesen Xenon-Sektor gestellt, damit ich alles dort erstmal abfangen kann. So. Okay, genau, in die Staffelverwaltung kann man auch einfach ganz rein, indem man auf Staffeln geht, hier klickt und dann hat man, wenn man ein Schiff, das einer Staffel zugehörig ist, andere Kommandooptionen, wenn man das Schiff auswählt. Und zwar erstmal in die einfachsten Kommandooptionen sind, dass die ganze Staffel mir folgt, die ganze Staffel mich beschützt oder die ganze Staffel alle Feinde angreift. Den Unterschied zur Flottenoption werde ich gleich noch bekannt geben, aber zunächst einmal sei gesagt, wenn ich einem Schiff in der Staffel ein Kommando gebe, dann ist das automatisch das Staffelkommando. Das heißt, die Schiffe in einer Staffel werden alle immer dasselbe Kommando ausführen. Das ist in einer Flotte nicht so, aber dazu später mehr. So, einmal in die Kommandokonsole der Staffel rein. Da gibt es die... was ist das denn? Ich glaube, das ist irgendwas aus einem Skript. Da gibt es die grundlegenden Befehle, also Leerlauf, Bereitschaft, docke an, gehe zu, fliege, etc. etc. Bei den Navigationsbefehlen zumindest. Das bedeutet zunächst einmal, sind die einfachsten Navigationsbefehle. Wenn ich das Staffelkommando auswähle, dann werden alle Schiffe in dieser Staffel diesen Befehl ausführen. Ebenso für den Kampfbefehl. Hier ist der einige wichtige Befehl, der in Albion Prelude hinzugekommen ist. Der Befehl, der im Zusammenhang mit dem Satelliten-Frühwarnsystem verfügbar ist. Und zwar die Verteidigungsoption. Der Staffeln, die diesen Befehl haben, werden dann automatisch zu Notsignalen von Satelliten fliegen oder springen und werden dort die Feinde vernichten und dann eben zum nächsten Notsignal springen. Relativ einfach. So, ja, und die anderen Kampfoptionen sind auch, glaube ich, selbstredend. Angriff auf die Schilde von, dann werden die versuchen, die Schilde runterzuschießen, aber nicht die Hülle zu beschädigen. Gerade bei Waffen mit langsamen Projektilgeschwindigkeiten ist das ein bisschen schwer. Ja, wenn die Schilde gerade unten sind, aber es sind noch Projektile im Flug, kann manchmal klappen, manchmal auch nicht. Ja, das hier sind die Befehle halt. Beschütze das, Angriff auf das Ziel von, wenn die Staffel zum Beispiel einem Träger zugewiesen ist. Ja, ich kann eine Staffel aus Jägern zum Beispiel einem Träger zuweisen und die kriegen dann das Befehl, das Ziel des Trägers anzugreifen. Das heißt, wenn der Träger ein Ziel auswählt, das er angreifen möchte, dann kriegt die Staffel automatisch den Befehl, dieses gleiche Ziel anzugreifen. Das muss nicht unbedingt ein Träger sein, das kann auch irgendein anderes Schiff sein, aber die realitätsnaheste Verwendung für diesen Kommando wäre jetzt ein Träger. So, verteidige Sektoren oder patrouilliere Positionen oder auch genau andersrum, ist selbsterklärend eigentlich. Bei den Spezialbefehlen kann man einer Staffel sagen, dass sie nur Waren sammeln kann. Man muss vorher noch wissen, dass diese Befehle abhängig von den installierten Softwareoptionen auf den Schiffen sind. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Schiff keine Kampfsoftware hat, dann werden wahrscheinlich einige dieser Befehle hier nicht verfügbar sein. So, hier kann man die allgemeine Kanzelkontrolle der Staffel einstellen. Und zwar gibt es Kanzelbefehle für alle Jäger und Kanzelbefehle für alle Großkampfschiffe. Da ich momentan keine Jäger in der Staffel habe, sondern nur natürlich die Pax Magellanic, das ist ja ein Großkampfschiff, wird dieses Befehlsfeld hier gewertet, als hätte ich einen Jäger ohne Kampfsoftware. Das heißt, das ist der einzige Kanzelbefehl, den es gibt, der grundlegendste, nämlich das Ziel anzugreifen, das ich gerade ausgewählt habe. Ich als Spieler auf meinem Spielerschiff. Gut, aber da ich ja die Pax Magellanic mit allem drum und dran ausgestattet habe, gibt es hier richtig schöne Kanzelbefehle. Man muss allerdings dabei beachten, dass die Kanzelbefehle dann für alle Kanzeln gelten auf einem Schiff. Das heißt, man kann nicht nochmal separat einstellen, dass man eine Raketenabwehrkanzel hat, etc. etc. Das muss man dann in der Befehlskonsole des jeweiligen Schiffs machen.
wie man da dann hinkommt, zeige ich gleich. Denn man hat ja bisher nur die Staffelkonsole, wenn man ein Schiff auswählt. Gut, als nächstes ist die Konfiguration für alle Schiffe in der Staffel das ganz normale, was man auch eigentlich bei den Einzelkonfigurationen von Schiffen findet. Wenn die meine Flügelmänner sind, dann folgen die mir in der vorherigen ausgewählten Formation. Benachrichtigung natürlich, wenn ein Auftrag ausgeführt würde, ist auch immer schön. Und Raketenabschusshäufigkeit. Autosprung kann man hier einstellen. Man hat eben gesehen, die Pax Magellanica hatte vorher die Minimalreichweite auf 0. Jetzt danach habe ich sie einer Staffel zugewiesen und plötzlich war die Minimalreichweite in der Schiffskonsole auf 2. Das ist die Standardreichweite für jede Staffel. Das sollte man bei Bedarf nochmal anpassen. Treibstoffreserve ist 50, das lasse ich mal so. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Option. Jetzt muss man alle mal hier hellhörig werden. Man kann der Staffel eine Heimatbasis zuweisen. Normalerweise kann man nur Schiffen eine Heimatbasis zuweisen, die... Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Xenon-Sektor 472. Das ist mir gerade egal. Kann nur Schiffen einer Heimatbasis zuweisen, die zum Beispiel Transporter sind oder keines dieser großen Docks brauchen. Die man an Ausrüstungsdocks oder Schiffswerfen findet, ne? Oder militärischen Außenposten für Großkampfschiffe. Großkampfschiffen und dergleichen kann man keine Heimatbasis zuweisen. Das gilt natürlich auch für Fregatten und Raketenfregatten. Das ist ein bisschen blöd, vor allen Dingen, da das da viele Skripts, zum Beispiel hier das Emergency Jump Skript oder auch der Notsprung generell, immer zuerst die Heimatbasis als das Sprungziel auswählt, wenn es denn den Energiezellen machbar ist. Aber so kann man das umgehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Großkampfschiffen eine Heimatbasis zuweise, in diesem Fall ist das Hauptquartier der Kosmomarine in Königsthal, dann werden sie bei einem Notsprung immer zu diesem Ziel zuerst springen. Und wenn ich zum Beispiel den Kommando den Befehl gebe, dass sie alle zurück zu ihrer Heimatbasis wollen, aber das ist, glaube ich, gerade hier nicht verfügbar, warum auch immer, dann... werden sie auch dort andocken, sofern es verfügbar ist. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn die Staffel zum Beispiel den Auftrag hat, ein bestimmtes Ziel zu erledigen, dann wird die Staffel einmal benachrichtigen, wenn der Auftrag ausgeführt wurde, und die einzelnen Schiffe auch alle. Aber generell reicht es, wenn man die Staffel die Benachrichtigung machen lässt, da man ja der Staffel auch einen Befehl gibt und somit eine Nachricht haben will, wenn die gesamte Staffel mit dem Befehl fertig ist. Ja, hier sind die der Staffel zugeteilten Schiffe. Einmal die Pax Magellanic. Kann ich draufklicken und dann die Einzelkonfiguration des Schiffes nochmal ändern. Hierzu nennen seien wahrscheinlich die Geschützkanzeln und die Formation, Raketenabschusshäufigkeit. Das heißt, da kann ich die Konfiguration unabhängig von der Staffel ändern, also von den globalen Konfigurationen der Staffel. Ich kann das Schiff auch temporär von der Staffel abziehen. Das hieße dann, ich würde es zum Beispiel zur Reparatur abziehen und sage dem jetzt, docke mal irgendwo an. Dann wird es den Befehl ausführen, aber nachdem es angedockt ist, ist der Befehl des Andockens halt abgeschlossen. Dann wird es nämlich wieder... wahrscheinlich der Staffel zugewiesen werden und dem Staffelbefehl folgen. Also da muss man aufpassen, dass man das so ein bisschen Micromanagement betreibt. Das heißt, Schiff von der Staffel abziehen, abdocken lassen und dann schnell reparieren. Man kann auch ein Schiff als Heimatbasis für alle anderen Schiffe setzen. Das dürfte bei der Staffelverwaltung auch hier für Träger besonders wertvoll werden. Oder für ein ganz besonderes Schiff, nämlich die Aran. Das ist ja meine mobile Heimatbasis sozusagen, oder man kann das Schiff einfach aus der Staffel abziehen. Genau das mache ich jetzt auch mal. Ich weise der Pax Magellanic zunächst einmal im Xenon-Sektor... wo ist denn die Aran? Hab ich sie etwa... Habe ich sie in Cigaris geparkt gehabt? Genau, da.
Ich kann dir natürlich, ja, irgendein Trägerschiff zuweisen. Das heißt auch die, hier, die Transportschiffe oder die Tender. Ne? Obwohl, eigentlich kann die Tür ja gar nicht daran andocken. Aber ich werde mal die Aran zuweisen. Das heißt, sie springt dann immer zum Standort der Aran, die momentan in Cegaris ist. Gut, Autosprung, alles eingestellt. Passt soweit. Die Formation der Staffel. Das hat keinen Effekt auf die Kampfeigenschaften. Eigentlich nur, wie sich die Schiffe im Raum verteilen. Delta ist eben einmal so ein, ne, Dreieck, ein Delta eben. Das ist ja der griechische Buchstabe. Das sieht ja auch so aus wie ein Dreieck. Was heißt, sieht so aus? Es ist ein Dreieck. Und dann gibt es hier viele verschiedene Formationen. Aber wie gesagt, auf den Kampf haben die keinen wirklichen Einfluss, außer dass sich vielleicht die Schiffe anders verteilen und dann anders in den Kampf eingreifen werden. Aber man kriegt davon keine Verteidigungsboni oder Angriffsboni oder sowas. Innerhalb einer Staffel kann es Formationsführer geben, an denen sich die Formation orientiert. Wenn ich zum Beispiel eine Jägerstaffel habe, dann kann ich sagen, ich habe jetzt 18 Jäger, ja, mal rein hypothetisch auf einem Träger angedockt. Und dann kann ich sagen, ja, gibt es 3 Formationsführer mit jeweils 6 zugehörigen Flügelmännern. Also, nee, jeweils 5 zugehörigen Flügelmännern, denn jede Formation besteht dann aus 6 Schiffen. Kann man hier auch einstellen, wenn ich das jetzt sage, Anzahl der Schiffe pro Formation ist 20, ich habe aber weniger als die Schiffe, dann wird das, ja, ja, bis zum höchstmöglichen Wert aufgefüllt werden. So, der Staffel zugeteilte Schiffe sind momentan nur die Tyrpax Magellanic, die noch den Befehl Angriff hat. den hat sie ja noch übernommen. Hier, die fliegt jetzt irgendwo rum und sucht Feinde. Ich glaube, sie sollte alle hier in... Ja. Die AGI Task Force attackieren, erhält eine, ne, beträchtliche Anzahl... Das ist der Befehl. Aber ich sage erstmal der Staffel, dass sie alle Feinde angreifen soll. Und dann verändert sich auch dieses Kommando zu Staffelangriff Information. Gelegentlich werden die Schiffe innerhalb einer Staffel versuchen, zum Formationsführer aufzuschließen. Also wäre es schön, wenn die entweder alle die gleiche Geschwindigkeit haben oder das langsamste Schiff der Formation ein Formationsführer ist. Andernfalls würden sich die Schiffe, die Formationsführer sind, am langsamsten Schiff innerhalb der Staffel orientieren. So, gehen wir wieder in die Kommandokonsole zurück. Ich kann jetzt der Schiffe, der Staffel im gleichen Sektor weitere Schiffe ganz komfortabel zuweisen. Nämlich zum Beispiel die Golden Hind hier, die Yamato. Alles wunderbar. Jetzt, da ich mehr als 2 Schiffe in der Staffel habe, hat sich auch die Formation der Staffel geändert. Das heißt, ich habe jetzt entweder 1 oder 2 Formationsführer, die ich auswählen kann. Momentan ist das die Yamato. Da kann ich wiederum die Unterbefehle einer einzelnen Formation für die Staffel auswählen. Aber das soll es erstmal so sein. Genau, X-Delta... Benachrichtigung, in Auftrag ausgeführt. Nein, passt alles. Da möchte ich der Sternenhammer, möchte ich eigentlich auch... Nee, möchte ich nicht. Die befehle ich ja selber. Jetzt ist es allerdings so, dass ich noch nicht weiß, wie man den Formationsführer wechseln kann. Oder besser gesagt, den Staffelführer. Das müsste ich eigentlich nochmal rausfinden, weil momentan ist das die Kyoto, die Yamato. Ist ein bisschen blöd, aber naja. Ja, und zum Abschluss die IFF-Einstellungen. Das ist eigentlich selbsterklärend. Die kann man natürlich abweichen von den grundlegenden IFF-Einstellungen anpassen, aber sonst war es das eigentlich. So, jetzt haben die ja alle die Heimatbasis als Aran. Obwohl es ja Großkampfschiffe sind und eigentlich keine Heimatbasis zugewiesen werden können. Aber mit einer Staffel kann man das Ganze umgehen. Das Schiff ziehe ich jetzt erstmal von der Staffel ab, ebenso das. Und dann werde ich die Pax Magellanic auch von der Staffel abziehen. Die rote Staffel ist nun leer. Und das war's.
Das heißt, dass alle Befehle natürlich jetzt auch, abgebrochen wurden, alle Staffelbefehle. Aber man kann jetzt sehen, die AGI Task Force, die Heimatbasis, ist die Aran geblieben. Kyoto. So kann man sich mithilfe der Staffelverwaltung nämlich Heimatbasen auch für Großkampfschiffe zuwählen und sie dorthin springen zu lassen. Es muss nicht unbedingt die Aran sein, man hat ja eben gesehen, es kann jegliches Schiff mit Trägerkapazitäten sein, selbst so ein Militärtransporter. Was eigentlich keinen Sinn macht, wenn man ein Großkampfschiff darin andocken will. Im Fall der Yamato ist es ja eher andersrum. Führende Offiziere des USC, auch Aran. Standort Cigarras. Wunderschön, so einfach geht das. Wenn das jetzt ein bisschen schnell war, tut's mir leid, aber ich versuche es nach besten Kräften so rüberzubringen, dass es einigermaßen verständlich ist, denn Verständlichkeit in X oder generell in der X-Serie ist ein Fremdwort. Zumindest in X3 und X4, wie ich es bisher gemerkt habe. In X4 beschränkt sich meine Verständlichkeit allerdings nur darauf, auf die Frage, wie konnte man das jetzt so zum Release fertig lassen. Aber Kyoto. Naja. Boreas. Gut, hat der auch. Der ja, jetzt schicke ich ihn zum Beispiel. Dürfte eigentlich das Kommando nicht von der Staffel überschrieben worden sein. Ja, alles in Ordnung. Jetzt schicke ich den Boreas zunächst einmal zurück zur Heimatbasis. Kommando akzeptiert. Sollte den Sprungantrieb anwerfen und dann zu Aran fliegen. Sogar andocken, wenn die Aran einen Dockplatz frei hat. Flottenversorger ist fertig. Ich guck mal gerade, was der Schaden ist. Kein Ziel. Flottenversorger ist gesprungen. 695. Unihändler ist geflohen. Ist auch geflohen, erfolgreich geflohen sogar. Ja. Gut, jetzt einmal zu den Flotten. M, L. Ha, Schiffe. So, ja, wie mache ich das am besten? Flotten. Flotten sind etwas anders als Staffeln. Flotten sind eher ein loser Verband, wenn man so will. Die Schiffe, die einer Flotte zugewiesen werden, können jeweils unterschiedliche eigene Aufgaben durchführen. Aber sobald der Flottenkommandeur einen Befehl kriegt, werden alle Schiffe versuchen, zu ihm aufzuschließen und den Flottenbefehl auszuführen. Wenn der Flottenbefehl fertig ist, werden dann die Schiffe wieder ihren ursprünglichen Befehlen nachgehen. Das könnte ich mal demonstrieren, aber das würde einiges in Anspruch nehmen. Du bist jetzt in Cigarras nicht und du willst jetzt zu Aran wahrscheinlich. Ja, da ist die Golden Hind und da ist die Aran. Aber tu mir doch mal einen Gefallen und springe doch mal zurück in den Xenon-Sektor hier, in den Zentralen. Da kommt eine ganze Menge aus dem Tor raus. Kommando akzeptiert. Ich muss wohl noch orbitale Waffenplattformen platzieren. Falke, Frachter. Du machst mal eben ein Manöver. Die nennen wir es mal so. Und du fliegst zum Xenon-Sektor. Und zwar an Bord. Nee, halt nicht zum Xenon-Sektor, sondern noch Cigarras. Und zwar an Bord des Flottenversorgers. Kommando akzeptiert. Und zwar bitte schnellstmöglich. Denn du hast da ein bisschen Anhang. Genau. Die Yamato darf Kommando wiederum akzeptiert. Alle Feinde angreifen. Jetzt, da Kommando der Staffelbefehl halt außer Kraft gesetzt wurde, da ich die Schiffe ja abgezogen habe, heißt es auch, dass die einfach nur sinnlos im Weltraum rumschweben. Das ist ein PX. Das ist äußerst uncool. Aber der Falke sollte das eigentlich schaffen. Gut, Flotten. Bediene ich mich mal hier. Zunächst einmal der Sternenhammer. Da sie einen Hangar hat und Hangars sind für Flotten eigentlich auch nicht gerade schlecht. Achtung. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Zentraler Xenon-Sektor 023. Oh, du kriegst Raketen ab, ne? Moskito-Rakete. Waffensysteme. Bereit. Okay, ich habe das Ding, glaube ich, auch nicht bewaffnet.
solltest es aber schaffen. Wie viele Raketen hast du denn? Du hast nämlich alles im Weltraum eingesammelt, was hier so rumschwebt. Und solltest dich jetzt zurückbewegen. Ja, 18 Moskito-Raketen. Ist okay. Okay. Ja, zurück zum Wesentlichen. Flottenverwaltung. Jetzt zeigst du mal auf die Sektorkarte. Wenn ich eine Flotte erstellen will, muss ich erstmal... So. Genau wieder ins Befehlsfenster des Schiffs. Ich sage jetzt, die Sternhammer wird ein Flottenkommandant. So, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer, dass ich einen neuen Flottenkommandanten wählen kann. Anders als bei der Staffel kann ich hier wenigstens mir die Kommandanten aussuchen. Oder die Flotte auflösen. Was allerdings auch sein kann, ist, dass ein Schiff in einer Flotte und einer Staffel sein kann. Sofern ich allerdings den Flottenbefehl ausführe, kann es sein, dass sich die Staffelbefehle mit den Flottenbefehlen widersprechen und teilweise überschrieben werden können. Andersrum geht es natürlich auch. Deshalb sollte man das eher vorsichtig machen. Wenn man ein Schiff einer Staffel zuweist und dann noch einer Flotte, sollte man sicherstellen, dass alle Schiffe auch in der Staffel auch einer Flotte zugewiesen sind. So. Ein Schiff in der Flotte. Ist bisher die Sternhammer. Jetzt kann ich noch andere Schiffe zuweisen und man sieht auch, es sind nicht nur Schiffe, die momentan frei im Sektor sind, wie bei der Staffel, sondern auch die Schiffe, die an den jeweiligen Trägern oder Schiffen mit Trägerkapazitäten angedockt sind. Kann ich jetzt mal hier Golden Hind, Pax Magellanic, Kyoto. Wunderbar. Aber was machen die jetzt? Als ich sie ja einer Staffel zugewiesen habe, haben sie automatisch alle die Staffelbefehle übernommen. Aber wie man sieht... Die Task Force unterhält eine beträchtliche Anzahl. Tja, ist die Tür und die anderen Schiffe sind immer noch damit beschäftigt, ihre ursprünglichen Befehle auszuführen. Das ist also schon mal der grundlegende Unterschied von Flotten und Staffeln. Und die Xenon sind näher gekommen. Hast du noch ein paar... Nee, keine Knallerbsen mehr an Bord. Schade. So, mal sehen. Hier bei Staffeln kann ich mir natürlich die Flotten leider nicht anzeigen lassen. Das heißt, ich muss dann eben auf das jeweilige Schiff gehen, das Flottenkommandant ist. In der Befehlsliste sieht das ungefähr so aus. Hier sieht man zum Beispiel jetzt die Yamato, ja, deren Heimatbasis, und dass sie der Flotte der Sternhammer angehört. Das Schiff ist dann hier der Flottenkommandant. So, ich könnte ja die Heimatbasis für alle noch zuweisen, wenn ich die einer Staffel zuweise, aber ich glaube, ich greife da etwas vorweg. Das mache ich zwischen den Folgen. So, die Sternhammer. Es heißt momentan, dass nur ein Schiff zurzeit Teil der Flotte ist, aber ich habe ja eigentlich noch drei weitere Schiffe zugewiesen. Die haben allerdings noch einen Befehl, das heißt, die Flotte ist momentan inaktiv und alle Schiffe machen gerade, was sie wollen, also, oder was ihr letzter Befehl war. Das eine Schiff, das momentan zurzeit Teil der Flotte ist, ist der Flottenkommandant. Okay, ich kann hier immer noch die individuellen Einstellungen dieses Schiffs ändern. Moskito-Rakete. Nicht installiert. Waffensysteme. Nicht verfügbar. Anders natürlich als bei der Staffelverwaltung, aber ich kann auch etwas weiter machen. Ich kann nun im neuen Befehlsfenster hier unter Flotte der ganzen Flotte Befehle geben. Gefechtsbereit machen heißt, dass alle Schiffe ihr momentanes Kommando abbrechen, alle Schiffe, die der Flotte zugewiesen sind, und sich beim Flottenkommandanten sammeln. Ich kann der Flotte auch sagen, dass sie etwas angreifen soll und oder greife alle Feinde an. Überfalle einen Sektor ist ein ganz interessanter Punkt. Den gibt es bei der Staffel nicht, das heißt, die Flotte wird in einen Sektor springen und versuchen, dort alle Stationen und alle Schiffe auszuradieren. Zumindest diejenigen, die vom IFF-System auf feindlich gestellt wurden. Ebenso verteidige Sektor und verteidige Station ist selbsterklärend. Und dann gibt es hier noch was ganz Interessantes. Versorge Flottenschiffe mit Ausrüstung. Das ist was Interessantes. Die Flotte kann im Gegensatz zu Staffeln sich selbst versorgen. Dazu brauche ich ein Transportschiff, was der Flotte zugewiesen ist, und
ein bisschen Frachtkapazität auf dem Schiff des Flottenkommandanten. Denn das Schiff des Flottenkommandanten dient somit als Zwischenlager für alle Ressourcen, die ausgerüstet werden können. Die Ressourcen, die dabei genommen werden, oder Gegenstände besser gesagt, sind Energiezellen und die Raketen, die man bei den Versorgungseinstellungen der einzelnen Schiffe eingestellt hat, die automatisch versorgt werden sollen. Hier bei der Sternenhammer ist das zum Beispiel, wo habe ich das denn? Erweiterte Optionen, Waffen, Autoversorgung zum Beispiel mit 20 Moskitoraketen. Ja, oder Munition, das geht auch. So, jetzt möchte ich mal gerne ein Transportschiff zuweisen. Muss noch kurz mal gucken. Da sind immer noch Yaki unterwegs. Da muss ich mal genauer nachschauen. Wo habe ich das denn? Schiffe, genau. Habe ich irgendein Transportschiff? Wie gesagt, man kann auch nur Schiffe im gleichen Sektor zuweisen. Sofern ich weiß, aber ich versuche jetzt mal das Mammut-Transportschiff auch der Flotte zuzuweisen, hier den Flottenversorger. Es sei natürlich gesagt, dass die Schiffe ja keine, also die Transportschiffe keine anderen versorgen können, wenn sie nicht an dem Schiff andocken können. Bei der Yamato ist natürlich kein Problem. Da wird dann einfach... Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Zentraler Xenon-Sektor 023. Wer ist das? Da blinkt die Heimatbasis der Aran, ja. Boreas. Du prügelst dich gerade mit einem Xenon Q. Hier kommt immer mehr in den Sektor irgendwie durch die Tore. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja, und er springt nach Segaris. Der Plan ist aufgegangen. Das Xenon Q ist explodiert. Und der Boreas hat sich gerade verabschiedet. Also zumindest ist er noch dabei zu springen. Mach's gut. Na? Puff, da war er weg. Sehr gut. Also, das mit der Heimatbasis und dem Springen funktioniert schon mal. Top. Aber wenn ich jetzt ein weiteres Schiff der Flotte zuweisen möchte, das in einem anderen Sektor ist, das ich selbst noch nicht ausprobiert habe, den Mammutflottenversorger, nee, kann er nicht. Kann er nur im selben Sektor. Also er kann nur Flottenkommandant werden und das war's. Ja, wie dem auch sei, Transportschiffe, die eine Flotte versorgen sollen, brauchen natürlich die Transporterweiterung. Damit sie Ressourcen vom Flottenkommandanten, dort wo sie eingelagert werden, auf andere Schiffe transportieren können. Es bietet sich natürlich dann an, ein Schiff zuzuweisen, das einen entsprechenden großen Frachtraum hat, zumindest als Flottenkommandant, damit dort überall die Sachen gelagert werden können. Und im Umkehrschluss natürlich ein Transporter, der schnell ist und sich nicht so leicht zerstören lässt. Ich kann ja mal kurz auf den Sektor gucken. Ne, ich habe auch keinen. Rundruf an meine Flottenschiffe. Das ist alle Flottenschiffe im Universum, die dieser Flotte angehören. Das sind eben die ganz normalen Rundrufkommandos, wie man sie auch von den Sektorrundrufen kennt. Rundrufen, ja. Zeige die Schiffe in der Flotte. Ja. Kein Flottenschiff. Kann ich jetzt mal die Experimental zuweisen. Die ist jetzt in denselben Reiter, weil sie kein Großkampfschiff ist, sondern ein Jäger. Und das zeige ich bei der Kommandokonsole der Flotte, die ich noch nicht gezeigt habe, ist eben, ob ich sie in der Besitztümerliste verbergen möchte, die Benachrichtigung, ob ein Auftrag ausgeführt wurde, die Formation, ich kann die ganze Flotte einer Staffel hinzufügen, etc. etc. und das übliche halt Notsprung, Autosprung und so weiter. Nichts läuft hier. Immer schlägt irgendeiner Alarm. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich... Ne, da brauche ich die Transportererweiterung. Oder besser gesagt, ein Schiff der Transporterklasse, um Flotten zu versorgen. Ja, wie sieht's eigentlich mit euch aus? Die AGI Task Force. Ihr habt immer noch den Befehl, alle Feinde zu töten, aber ich kann jetzt mal einen Flottenbefehl ausführen. Und zwar möchte ich, dass sich die Flotte Autopilot aktiviert. Gefechtsbereit macht.
Die AGI Task Force unterhält eine beträchtliche Anzahl dieser schweren Schlachtschiffe, welche der Erdenflotte exzellente Versorgungsschiffe folgt der Kohl-Sternhammer. Das heißt, alle werden sich jetzt gerade beim Flottenkommandanten sammeln, ihre Laderäume mit den erforderlichen Waren auffüllen, sofern es denn möglich ist. Und Xenon, Kyoto. Gefechtsbereit machen. Führende Offiziere des USC erkannten während der Sehr schön. Was hast du eigentlich für einen Befehl gerade? Gefechtsbereit machen. Ja, wie gesagt, Flotte ist halt so. Wäre eigentlich der perfekte Befehl für meine Operation. Wenn ich jetzt die ganzen Großkampfschiffen einer Flotte zuweise, einen Flottenkommandanten habe. Was wahrscheinlich dann hier das Flaggschiff sein wird. Und dann kann ich so einfach ihr Ding machen lassen, überall patrouillieren und so. Und dann sage ich mit Drück auf einen Knopf und sage, hier, Alarmstufe rot, alle gefechtsbereit machen, wenn sie sich alle beim Flottenkommandanten sammeln, ihre Laderäume auffüllen. Und dann kann ich ihnen Befehle geben, zum Beispiel einen Sektor zu überfallen oder auch andere Sachen zu machen. Boreas. Ah, ist die Golden Hind ja wieder. Die ist nämlich jetzt wieder da. Eigentlich sollte sie doch an der Heimatbasis warten. Ah, ja, richtig. Aber die Sache ist die, sie hat ja den Befehl bekommen, also von der Flotte aus, sich gefechtsbereit zu machen. Das heißt, das überschreibt den ursprünglichen Befehl. Wenn ich jetzt sage, Moment, an die liebe Flotte... nicht mehr gefechtsbereit machen. Einfach mal keinen. Autopilot deaktiviert. Zack. Und schon bin ich wieder nicht gefechtsbereit. Tür. Die AGI Task Force unterhält eine ich muss die Flottenkonsole, ne? Eigentlich solltet ihr jetzt auch die Befehle abbrechen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich das machen kann. Rundruf an alle Flottenschiffe. Genau, beschütze mich, docke an. Das ist ja das ursprüngliche Flotte. Wo breche ich das Kommando nochmal ab? Das ist jetzt merkwürdig, weil ich das nämlich vergessen habe. Da. Kommandokonsole Flotte. Ist es auch nicht. Oder muss ich dann für jeden einzelnen... Kommando akzeptiert. Kommando abbrechen. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Und Kommando abbrechen. Kommando akzeptiert. So. Eingehende Nachricht. Hier kann ich die Flotte auflösen, wenn ich möchte. Muss man aber nicht. Aber da ich ja jetzt das Kommando abgebrochen habe, eigentlich sollten sie jetzt ihrem ursprünglichen Kommando nachgehen. Flotte. Zur Flotte zusammenschließen. Ach so, das ist ja bei den... Ja. Das heißt, ich muss bei jedem nochmal das Kommando kein drücken und dann sind sie nicht mehr in der Flotte oder zumindest führen sie nicht mehr den Flottenbefehl aus. Aber ja, das waren die grundlegenden Unterschiede von Staffeln und Flotten. Wenn das Ganze noch ein bisschen besser funktionieren würde, wäre es super. Aber ich glaube, der Fehler liegt da eher zwischen dem Bildschirm und der Maus, nämlich bei mir. Ha. Genau, die Experimental ist fertig. Sehr schön. Dann werde ich mal die Flotte auflösen. Zeige die 5 Schiffe in der Flotte. Ich Kommandokonsole. Ach nee, jetzt kann ich nur beim Flottenkontrolle, Flotte auflösen. Zack, Flotte aufgelöst. So. Jetzt sollten die auch wieder ihrem... töte alle Feinde. Kommando akzeptiert. Ihrem ursprünglichen Boreas. Befehl nachgehen. Kampf. Kommando töte alle Feinde. Akzeptiert. Ja. Ja, das sieht gut aus. Kyoto. Kommando akzeptiert. Ah, wie gesagt. Eigentlich steht es in der Wiki drin, dass man, wenn man den Befehl nicht mehr, also wenn man den Befehl beendet, den man der Flotte gegeben hat, dass dann alle Schiffe wieder ihren Kommandos folgen, ihren ursprünglichen, aber ja, man kann sich auch irren. Jo. Verbesserte Version. Kann man denn da? Chukaro, Tender. Tür, Kyoto. Aber das ist halt eben so eine, ja, ich würde sagen, so ein
Verwaltungstool, das man verwenden kann, um seine Schiffe so ein bisschen zusammenzuführen und zu koordinieren. Werde ich jetzt nicht allzu oft verwenden, da ich das Mikromanagement einzelner Großkampfschiffe bevorzuge. Aber mal schauen. Die Staffelverwaltung werde ich auf jeden Fall verwenden, um Großkampfschiffen eine Heimatbasis zuzuweisen. Mehr aber auch nicht. Ach ja, was abschließend noch gesagt werden kann, ist, wenn die Flotte einen Befehl bekommt, ein bestimmtes Schiff oder eine bestimmte Station anzugreifen, wird sie nur die Schiffe einsetzen, die dafür auch nötig sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, der Flotte besteht aus mehreren Schiffen und sie soll einen Xenon-Zerstörer angreifen, dann wird sie jetzt nicht ihre Jäger vorschicken, weil die wahrscheinlich zerplatzen werden, sondern schon zuerst die Großkampfschiffe. Stand zumindest so in der Wiki drin. Ob das auch wirklich richtig ist, weiß ich nicht, da ich noch nie ausprobiert habe. Generell habe ich die Flottenmechanik relativ wenig benutzt, aber ja. Das war mal so ein kleines Intermezzo zum Thema Flotten und Staffeln. Ich hoffe, damit werden fast alle Fragen beantwortet. Aber wenn nicht, dann kann man sie einfach in die Kommentare noch in den Kommentaren stellen. Da werde ich versuchen, sie zu beantworten, wenn ich nämlich in der Wiki dann entsprechend noch ein bisschen recherchiert habe. Und wie gesagt, den Link zu der Wiki gibt es dann auch in den Kommentaren. Also denn, damit bin ich schon wieder am Ende. Ich bin der Heizmeister und man sieht sich dann in der nächsten Folge, wenn ich mit dem regulären Programm fortfahre, nämlich Sektor sichern, Schadenskontrolle und die Styrakura ersetzen. Ich will nicht sagen, das einzige Opfer, denn ich habe auch einen Bomber verloren, aber ein Opfer des Xenon-Feldzuges. Das teuerste Opfer bisher. Aber ich werde sie natürlich ersetzen. Das ist ja das Mindeste. Also denn, macht's gut und bis dann.